Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf weplayhandball.de. Auf diesen Schuh mussten wir lange warten, der Wave Stealth 5. Einige Farbupdates jetzt in den letzten Jahren gehabt und jetzt endlich die neue Version. Wie gut er ist, was er kann, ob er mit den anderen stabilen Top-Modellen der Marken mithalten kann, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Um euch mal demonstrieren zu können, was die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Wave Stealth 4 und dem Wave Stealth 5 sind, habe ich euch mal beide Schuhe mitgebracht. Hier links von euch der rote Wave Stealth 4, das Vorgängermodell. Und man sieht schon den wesentlichen Unterschied. Im Uppermaterial hat sich sehr, sehr viel verändert. Hier sehr viel PU-Verstrebung an der Seite, sehr klobig eigentlich auch. Hat uns im Uppermaterial nicht ganz überzeugt damals. Jetzt hier beim Wave Stealth 5 sehr, sehr viel Mesh verbaut. Ja, wo sich nichts geändert hat, ist die Sohle. Das ist genau die gleiche Sohle wie vorher, auch die Mittelfußverstrebung, die Dämpfung ist gleich geblieben. Deswegen beschäftigen wir uns beim Wave Stealth 5 heute sehr, sehr viel mit dem neuen Uppermaterial. Ihr seht schon im Vorderfuß, dass sehr, sehr viel Mesh verbaut worden ist. Also während dann doch PU-Verstrebungen im Wave Stealth 4 sehr dominant waren und auch klobig ein bisschen schwer waren, verzichtet man hier auf Gewicht, ohne an Stabilität einzubüßen. Diese Mesh-Verstrebungen hier sind sehr, sehr engmaschig vernäht, sehr, sehr stabil, sehr, sehr reißfest und an den neuralgischen Stellen vorne an der Fußkappe, an der Zehenkappe sind sie mit PU-Verstrebungen dann natürlich verstärkt worden, um eurem Vorderfuß einen sicheren Halt zu geben. Das gleiche setzt sich fort an der Seite, auch hier sehr viel Mesh verbaut, das Mizuno-Logo, das obligatorische, dann als PU-Verstärkung drauf und hier natürlich vorne an den Ösen das Ganze auch nochmal mit PU verstärkt. Das heißt, das Ganze macht einen sehr, sehr flexiblen und angenehmen Eindruck, ohne allerdings an Stabilität einzubüßen. Dafür sorgt auch die Fersenkappe. Hier haben sie so eine Art Heel Cage eingebaut, der eure Ferse sehr, sehr stabil drin im Schuh eingefasst sitzen lässt, schützt eure Achillessehne. Hier vorne, wenn es dann den Übergang an den oberen Teil der Achillessehne geht, ist das Ganze nochmal deutlich variabler designt und lässt euren hinteren Fußteil dort sehr angenehm im Schuh sitzen. Auch die Lasche, ja, oben die Zunge haben sie etwas verändert, etwas flacher geworden, nicht mehr ganz so wuchtig und damit macht das ganze Uppermaterial, wie schon anfangs erwähnt, einen sehr flexiblen und angenehmen Eindruck, ohne an Stabilität zu verlieren. Bei der Sohle hat sich, wie angesprochen, nichts verändert. Auch hier wieder diese zwei Zonen. Die Außenkante verläuft hier dann doch sehr, sehr hart und sehr stabil, um diese Außenkante bei allen diagonalen Bewegungen stabil zu halten. Nach innen etwas flexibler mit diesen Noppen, die euch einen sehr, sehr guten Grip geben. Die Mittelkonstruktion bleibt sehr, sehr steif. Das ist auch gut so, der Wave Stealth 5 soll auch weiterhin ein stabiler Schuh bleiben für etwas schwere Spieler, die viel in den Zweikampf müssen, dazu aber später mehr. Die Wave-Platte, natürlich auch obligatorisch, bleibt im Schuh enthalten und sorgt weiterhin auch hier für einen sehr guten Bounce-Effekt. Ja, was nach wie vor verbaut ist im Wave Stealth 5 ist ein kleiner Kick-Button, der sitzt hier unten direkt im Vorderfuß verbaut, jetzt nicht sichtbar und der sorgt auch nochmal mit dafür, dass diese Abdruckbewegung nochmal dynamischer von euch wird. Wir sind sehr gespannt, wie der Wave Stealth 5 bei euch ankommt. Wir hatten uns an dem Wave Stealth 4 tatsächlich ein bisschen satt gesehen, ein Farbupdate nach dem nächsten, 2 Jahre lang. Deswegen sind wir saufroh, dass jetzt mit dem 5er endlich die neue Version auf dem Markt ist. An der Sohle hat sich nicht viel geändert, die ist nach wie vor spitze, auch die Dämpfung ist großartig. Aber alle, die sich vorher im Wave Stealth 4 ein bisschen eingeengt gefühlt haben, ein sehr steifer Schuh, da ist jetzt durch dieses flexible Uppermaterial endlich Abhilfe geschaffen. Und dieser Schuh besticht vor allen Dingen, obwohl er so stabil ist, im Upper durch seine Flexibilität. Empfehlen würden wir ihn für Positionen wie Rückraum Mitte, Rückraum links oder auch für die Kreisläuferposition, auf den Außenpositionen und auch im Tor wird er tatsächlich ein bisschen schwer sein. Aber gerade dort, wo intensiv Zweikämpfe geführt werden müssen, wo man viel Stabilität braucht, wo man trotzdem auch flexibel unterwegs sein möchte, ist dieser Wave Stealth 5 auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Preispunkt 140 Euro, fairer Preis für so einen Top-Schuh finden wir. Wir freuen uns auf eure Meinung, auf eure Kommentare auf weplayhandball.de, auf unserer Facebook-Seite und natürlich hier im YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal.